So eine Kinderturnschau und das Erlebnisturnfest ist natürlich eine tolle Möglichkeit für Kinder, sich zu präsentieren. Und dadurch, dass wir hier mit unserem Kindergarten, mit der Sportvereinsgruppe dabei sind, haben die Jungs und Mädels hier natürlich schöne Bewegungswelten. Und am Ende mit dem Turntiger kann man richtig viel Freude und Spaß haben. Turnverein, dass sie von Laufalter an einfach sich ausprobieren können, super betreut werden von den tollen Übungsleitern. Ja, die Kinder kommen gerne zum Turnen, weil sie hier alles machen können, was zu Hause meistens nicht geht. Sie können Trampolin springen, Bewegungslandschaft ausprobieren und sie treffen Freunde. Als Übungsleiter bin ich auf die Unterstützung vom NTB angewiesen, die ich auch sehr annehme, insbesondere bei der Fortbildung, bei dem vielfältigen Fortbildungsangebot. Gesundheitssport und Reha-Sport ist wichtig für alle. Bewegung hält gesund und hilft auch bei der Regeneration. Der NTB greift neue Fitnesstrends auf, wie zum Beispiel das Crosstraining. Der Turnerbund hat auch Pass zum Crosstraining. Die 4XF Games, es sind echte Herausforderungen, die einen nicht nur an die Turnhalle binden. Als Übungsleiterin finde ich es super, dass man durch den NTB oder die NTJ neue Anreize bekommt, was man mit seinen Turngruppen machen kann. Es ist super, dass wir auch an Fortbildungen und Lehrgängen teilnehmen können als Übungsleiter. Da kriegt man immer neue Ideen und ja, kann sich so Sachen raussuchen, die man gerne macht. Ich engagiere mich im NTB, weil man hier mit super netten Leuten einfach was fürs Leben mitnimmt. Als Ehrenamtlicher sind wir in den Verein eine große Familie. Wir unterstützen uns, wir sind kontaktfreudig und wir helfen da, wo wir können. Ich sage immer, die Jugendbildungsstätte Baltrum ist die Kinderstube des Ehrenamts. Wir arbeiten hier im Team. Von Teamwork kann man immer was mitnehmen für jede Alltagssituation, Schule, ob Arbeit, Beruf. Also ich habe Spaß, als hauptamtliche Trainerin Talente zu entdecken und zu fördern. Ich trainiere jetzt schon seit 6 Jahren bei Annette und ich habe natürlich Spaß am Mehrkampf, aber mein Lieblingsgerät ist der Stufenbarren. Wir sind ein starkes Team und wir versuchen mit viel Enthusiasmus und Engagement das umzusetzen. Ich freue mich sehr, dass der NTB mir Spitzensport ermöglicht. Meine Motivation, den Trainerschein beim NTB zu machen, war, dass ich in den Jugendmannschaften vom NTB gespielt habe. Was sehr gut ist, ist, dass der NTB auch den ganzen Spielbetrieb organisiert, auch in den unteren Klassen, was auch ganz vielen Hobbymannschaften den Spaß bringt. Ja, mir wurde auch die Möglichkeit geboten, mich ehrenamtlich zu engagieren, wie zum Beispiel im Schiri-Bereich, durch die ganzen Fortbildungen. Und jetzt kann ich zum Beispiel auch Bundesligaspiele schießen. Mit dem Turnsport bin ich in der ganzen Welt unterwegs. Aber alles hat hier in Hannover angefangen mit dem Nachwuchsturnen im Leistungszentrum, unterstützt vom NTB. Das Rendezvous wird schon lange vom NTB organisiert. Wir waren heute Vormittag schon beim Vorentscheid und dürfen gleich beim Landesfinale auftreten und sind schon richtig aufgeregt. Und es ist jedes Mal ein Riesenspaß. Das Highlight beim NTB im Bereich Show ist natürlich das Feuerwerk der Turnkunst. Hier im Showteam sind wir wie eine große Familie. Jeder ist anders und jeder kann von jedem lernen. So wird es nie langweilig. Ich finde es super, dass der NTB wirklich jedem die Möglichkeit gibt, durch das Rendezvous der Besten bis nach ganz oben zu klettern. Diese Karriereleiter, diese Chance, die hat nicht jeder und der NTB unterstützt einen dabei. Und ist immer schön.